Ja, hey Leute, ganz kurzes Video jetzt eigentlich bloß. Und zwar, hier seht ihr eigentlich den Dock-Connector oder das Kabel für den Dock-Connector, wie wir ihn schon eigentlich relativ lange kennen. Und hinten sieht man diese Schutzkappe. Die ist jetzt hier beim neuen iPad, also das Kabel, wo Milk bekommen ist, ist dieses vom Connector aus ans Kabel, ist diese Plastikschutzkappe länger geworden. Spielt ja eigentlich keine Rolle, aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Bis dann!